mach mal den Stahlofen aus. Ich glaube, wir haben genügend Stahl. Ja. So. Geht immer noch nicht. Was Ach, geht ich nicht? brauche drei Slime Crystals. Für eins von den Teilen wahrscheinlich schon, ja. Boah, ist das mies. Okay. Wow. War eine bessere Spitzhacke, obwohl da hinten liegen ja noch Spitzhacken. Vielleicht kann ich, habe ich eine gute bei einfach. So, wo sind zwei Dreck? Ghosting, Guck mal. Ghosting. Ah, cool. Danke. Schon haben wir doch eigentlich Zauberstäbe noch und nöcher. Mit Holz sollten wir auch noch irgendwo. Nee, nicht immer mit drei geht's. Dann verstehe ich nicht. Bitte? Ich wurde das irgendwie genervt, auch kann ja auch sein. Nicht mal mit drei Slime Crystals geht das. Ja, aber ich sehe ja in NEI, dass es das gibt. Den Large. Oder den Tough Two Rod. Naja. Klar, meine ich Wo ja sind eigentlich die wie. ganzen Swarmlord-Accounts denn verschwunden? Da sind zwei, okay. Wer macht denn da so einen Lärm? Ich mach das, weil ich hier ein bisschen das Lag upgrade. Indem ich eine Menge Lapis verwende. Ist doch auch bestimmt voll verbuggt, oder? Was? Ja, es zeigt mir an, dass es gültig ist. Aber ich kann keine Tough Two Rod draus machen. Wo kriegt man nochmal die Shards her für Thorncraft? Die kriegst du, wenn du mit einem Hammer TNT zerschlägst, Obsidian zerschlägst, keine Ahnung. Das steht alles im in deinem Questbuch bei den Shards. Achso, okay. Also Sandstein ging auch, ne? Ja. Aber du kriegst halt von jedem immer nur einen bestimmten Shard. Und die R-Shard habe ich schon, die für Sandstein, also. Naja. Gut, das ist egal, dann nehme ich halt zwei R-Shards. Hat für mich jetzt so keinen Unterschied. Klar. Wenn ich jetzt nur noch einen Hammer hätte. Ich hab noch mal so viele. Habe ich nämlich jetzt erst gesehen, dass man nämlich wirklich alles Mögliche, dass man selbst die Modifier noch verstärken kann. Sehe ich jetzt zum ersten Mal nebenbei. So, stimmt, die Hämmer hatten wir bei dem Werkzeug mit reingetan, ne? Wasser? Die Hämmer, genau, die hatten wir hier bei. Irgendwo TNT so rein theoretisch wäre das sogar noch einfacher als Sandstein. Vor allem, weil du diese Sandstein-Double-Slabs brauchst, ne?
Haben wir eigentlich diese blöde Erde noch? Welche, die für die Monster? Ja. Ja, wo? In irgendeiner Kiste drin. Nice. Ich glaub, links am Rand, wenn du von der Haupttür reingehst. Eben nicht. Das ist die Cursed erst, die meinte ich nicht, ich meinte die andere. Warum? Was? Hm? Warum hast du gerade TNT mit dem Hammer gemacht? Weil ich die Scherben brauche. Da gibt's Scherben? Ja. Ja, für Farmcraft. Okay. Alles klar. Was? Ja, mit dem Hammer auf TNT rumhauen, dass Scherben rauskommen. Alles klar. Ja, Chaos-Scherben. Ja, macht Sinn. Genau. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Frage ich mich gerade. Weil du dich nicht mit Farmcraft und Magie auskennst. Ich meine, ich hätte es mir ja eingehen lassen, wenn irgendwie die verrückte Waldfee hergekommen wäre und hätte da hätte da TNT-Scherben rausgezaubert, aber mit dem Hammer. Oh. Hättest du es ja mit dem Feuerzeug probieren können. Hätte ich auch machen können. Wie wärst du an deiner Farm? Welche Farm? Die ist nicht mehr meine. Die habe ich schon vergessen, die Farm. Die sind so. Kannst machen mit der, was du willst. Ich hätte die wenigstens noch zu Ende gebaut da oben, aber. Ich dachte, du wolltest alles oben drin haben. Ja, vielleicht später mal. Fällt dir Motivation dafür? Nein. Gut, dann mache ich halt weiter. Ihr wollt's ja so. Beschwert euch doch nicht, wenn so ein riesiger Turm da steht. Ja. Habe ich kein Problem, solange es nach oben geht. Habe ich kein Problem, solange es nach oben geht. Wenn sich das nicht irgendwie noch ausbreitet. Nach oben und nach unten wird's gehen wahrscheinlich. So. Battleaxe fertig. Ich meine, jetzt diese Erde, die nicht die Cursed erst ist, sondern diese andere, die irgendwie dann den Zombie-Schaden verstärkt. Weiß ich nicht. Du hast das Buch selber gerade. Ich hätte es ja selber gelesen, aber du hast das Buch. Ich? Oder ja. Was weiß ich, wer das Buch gerade hat? Ich auf jeden Fall nicht. Was soll das mit diesen Rauchpartikeln? Das einzige interessante Buch. Oh, ich hab zwei Editionen davon, sorry. Ja. Hast du? Ich schmeiß mal beide vor mir hin. Hält. Keine Ahnung, warum ich zwei hab. Nein, der Rauch nervt überhaupt nicht. Doch, tut er. Aber was mehr nervt, ist, dass du das ständig erwähnst. So, meine Doomblade ist fertig. Boah. Mhm. Darf ich's mal ausprobieren? Nicht an mir. Wollte gerade sagen, nein. Auch nicht an mir. Oh. Lass doch mal ein paar Monster spawnen. Ja, genau, hier die Consecrated Soil, meinte ich. Obwohl, das ist einfach nur ein bisschen Erde. Sogar zwei verschiedene Türen. Rast aus. Was? Ja, euer Funkhaus. Kannst du mir kurz zuwerfen? Ich will mal kurz sehen, weil die ist so schön pink, die muss einfach stark sein. 8 Schaden, ja doch. Mit der schlägt man auch normal schnell, ja. Ja, ist Stahl, Binding, Stahl, Rot und ansonsten Alumite. Boah, lass mich mal helfen. Ich will mal den Baum wieder wegmachen.
Nee, pass großen auf. Geht pass auf, pass auf, pass auf. Gleich, pass auf, pass auf. 1, 2, 1, zack. Krass. Ja. Eigentlich wollte ich nur darauf, dass ja, okay, mit 9 Blöcken kann der hier umgehen. Aber naja. Dafür hab ich diesen Bogen, wenn du dir mal anschaust. Der ist einfach zu hübsch. Ist das Kurzbogen oder Langbogen? Es gibt Kurzbögen. Es gibt Langbögen? Die Langbögen? Nicht? Ich dachte eigentlich schon, dass es irgendwas Besseres als Fernkampf gibt. Es gibt nur einen Shortbow. Mehr hast du nicht. Schade. So eine Armbrust wäre geil. Das wäre geil. Ja. Geil. Ich meine, es macht ja auch sehr Sinn, dass ich den geil wie Fleisch. Pisten. Geil. Es reicht. Dass ich den Pisten an die. Geil. Geil. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Geht auf die Nerven. Sorry. Disconnected. Haben wir einen Inksec eigentlich? User disconnected from your channel. Geil. Geil. Ist daraus langsam mal gut, ne? Ja, stimmt. Er ist schon richtig geil. Wo sind jetzt die scheiß Magnum-Torch? Ich will mal ein paar Mobs klatschen. Hier im Haus drin. Klatsch doch einfach mich. Okay. Nein. Wo Nein. bist du? Nein, das bin ich nicht. Das ist ein anderer. Geh weg. Hör auf. Hör auf mich zu schlagen. Ich mach schon nichts. Ich lass Kackestreifen hinter mir fallen. Vorsicht, ne? So. Federn, darf Federn, ich? Federn. Darf ich? Ein Nein. Schuss bringt dich nicht um, also. Haha. Oh. Wie viel Schaden war das jetzt? 1,5 Herzen. Ja, okay. Der Bogen ist echt noch scheiße, aber das kommt noch alles. So, was war jetzt unten bei den Smelteries noch einzurichten? Die ganzen Fluidacts. Die ganzen Fluidacts. Ja. Okay. Wie meinst du das? Ich habe keine Ahnung, wie das funzt. Du baust da Fluidacts dran, die eben von der Faucet ins Basin reinführen. Okay. Definierst dann mit den. Ja. Definierst dann mit den Pneumatic Servos, was von Flüssigkeit da durchkommt. Dann wird praktisch ein Basin für jedes Metall haben. Okay, okay, sehr cool. Muss mir sagen, wohin welches Metall? Dann gerne. Ich habe zwar jetzt nicht genügend Servos, aber naja. Wie kann ich da jetzt überhaupt einen Fluidfilter einsetzen? Indem du einen Eimer von dem entsprechenden Flüssigkeit reinklickst. In der Whitelist. Na super. Kannst du das nicht machen? Kann ich nicht machen, nein. Hm. Da brauch ich aber jetzt Covers für. Brauchst du? Nö, brauchst du nicht. Doch, weil ansonsten die Fluidacts zusammengehen. Du brauchst nur eine Wrench. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Nö. Die kann man nicht so trennen, da braucht man Covers. Oder irgendwie sowas. Nee. Pass auf. Siehst du? Mach. Gut, da ja. Da geht's halt um den Output. Wo die den Kram rausziehen, ist ja egal. Es geht nur um den Output. Ja, aber dann. Nee. Covers. Dann nimm die Covers. Du weißt, wie die Säge geht. Nö. Hab ich vergessen. Du weißt ja, wo du das her suchen kannst. Du weißt ja auch schon, dass wir eine Säge schon haben. Haben wir die schon? Wo? In unserer Toolkiste. Wir haben eine Toolkiste? Hinten in der Ecke. Okay. Wo ist denn das Huhn schon wieder hängen? Für das Huhn. Ich hatte hier ein Huhn, das ich dafür verwenden wollte, Federn zu sammeln. Ja, dann hättest du es nicht da machen dürfen, sondern woanders. Heißt, du hast es irgendwie wissen, oder wie? Nee, hab ich nicht.
Da sind noch Eier. Also ich höre hier unten irgendwo einen Huhn. Ja, das ist in der Smeltery. Das Smeltery, da ist es gut. Ja. Schön aufgehoben. Safe ist es da wenigstens. Bis sie angeht. Ja. Dann haben wir auf einmal Blut da drin. Das ist ganz, ganz schlecht für unser Kupfer. Ach, ist es das? Ja. Inwiefern? Ja, dann geht gar nichts mehr. Wenn du Blut drin hast, dann musst du es irgendwie rausholen. Woher das ist doof. Jo. Wo steckt denn das jetzt? In das Smeltery. Sehe ich nicht. Weder hier noch in den anderen. Ach, da. Okay. Ach, du wolltest es nur umbringen, oder wie? Ja. Ach komm, das hätte ich mit meiner schönen Battle Axe auch machen können. So ein bisschen narzisstisch, oder? Wieso? Nö, überhaupt nicht. Das hätte ich mit meiner Battle Axe natürlich auch gekonnt. Großen Gerät, ja. Naja. Dem seine Axt hat sogar ganze zwei Klingen, das glaubst du nicht. Das schaust du, hä? Das schaust du. Um Gottes Willen. So, welche Metals können jetzt zusammen und welche nicht? Ja. Ja. Für A oder B, ja. Und wie kommt man. Und wie kann man da eigentlich einen Eimer voll irgendwas rausnehmen? Indem du es einschmilzt. Und dann? Und dann da mit dem Eimer drüber gehst. Und wie geht das? Rechtsklick oder wie auf den Controller? Nee. In Basin oder so rein und dann mit dem Eimer draufklicken, so, weil ich mich erinnere. So. Haben wir eigentlich Pilze? Nee, ne? Doch. Wir haben ein paar mal. Ich hab mal ein paar abgebaut, ja. Ah, wo? Egal. Da ist ein Mushroom, der ist zu wenig irgendwie. Von Aluminium, das Ding, das ist eine Legierung. Hier ist noch einer. Genau, schmelz die mal alle irgendwie ein und ich mach den Rest dann. Ne, ich schmelze ja gar nichts, ich markiere das nur. Genau, markiere das. Weil man die Dinger auch in die Smelteries reinpacken kann. Ja, kannst du auch eigentlich gleich einschmelzen. Das ging ja auch. Wenn du meinst. Oh, Aluminium Brass, was war das? Aluminium und Kupfer, okay. Das ist schon mal wieder hier und was macht der Cobblestone da? Der wird da nicht rein. Gleich noch Zinn dazu. Okay, jetzt brauche ich 5 und. Ne, 9 Servers brauche ich, oder? Wir haben ja 9 verschiedene Flüssigkeiten. Okay. Hä? Ich kann die aufladen, die Battle Axe? Ja. Wow, da mache ich ja so ein Leap. Das ist auch cool. Und ich habe irgendwie Speed und Strength. Boah, ist das geil. Gib so, dir. Ich glaube, das müsste alles reichen. So cool. Das gefällt mir, das Ding. Puff. Ach ja, warte. Ich geh gleich aufräumen. Ja, ich muss ja nur kurz meine Bratpfanne wieder ausrüsten, die ich nämlich weggelegt hatte, aus Versehen. Schäm dich.
So, jetzt können die mir auch halt nichts mehr. Boah, ich one-hitte die Viecher. Klar, sind ja auch, du machst ja auch 8 Schaden, weißt du? Boah, ist das geil. Kannst du jetzt Enderman jagen gehen? Mhm. Eigentlich. Ist das geil. Da freut sich jemand. Oh ja. Die Battle Axe war eine richtig gute Idee. Komm her, Enderman. Komm her. Ich mag meine Pfanne trotzdem sehr gerne. Naja. Was? Die hat jetzt Bane of Arthropods, Might. Das heißt praktisch, mache ich eigentlich Spinnen und so eigentlich auch ziemlich One-Hit. Boah. Ist das übel. Beziehungsweise mit meinem. Wie einfach meine Axt mehr Grundschaden hat als meine Pfanne, ne? Das ist so. Traurig. Und mit meiner Axt. Da passt alles wunderbar. Meine Axt One-Hit ich Spinnen nämlich einfach.